Wie aktuelle Verkaufszahlen belegen, verliert Apple zunehmend Marktanteile im Tablet-Segment an die Konkurrenz von Samsung und Amazon. Das liegt nicht einmal daran, dass Apple dramatisch weniger iPads verkaufen würde. Vielmehr ist der gesamte Tablet-Markt größer geworden, so dass sich auch die anderen Hersteller ein Stück vom Tablet-Kuchen abschneiden können. Insgesamt wurden im dritten Quartal 2012 weltweit knapp 28 Millionen Tablets abgesetzt. Das sind satte 50% mehr als im Vorjahr. Somit wurden in den ersten 9 Monaten von 2012 bereits 71 Millionen Tablets weltweit verkauft. Mehr als im gesamten Jahr 2011. Die aktuellen Zahlen belegen auch, dass Apple im dritten Quartal zwischen Juli und September mit dem iPad nur noch auf einen Marktanteil von gut 50% kam. Insbesondere Samsung und Amazon konnten im Vergleich zum Vorjahr Boden gut machen. Dass sich das iPad dabei weiterhin gut verkauft, belegen die jüngsten Apple-Zahlen. So hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass man am Wochenende des iPad-Mini-Starts rund 3 Millionen iPads über alle Gerätegenerationen hinweg in 3 Tagen verkaufen konnte.